Gut, wollen wir uns jetzt mal ein Stück weit den Software-Tools widmen. Neben dem, was Sie jetzt gesehen haben, gibt es eben verschiedene Tools. Und ich sagte schon, der IT sei ein Lobeslied geschuldet. High-Speed-Internet heutzutage, ja, kostenlose Datenversorgung. Wir haben mittlerweile die Möglichkeiten und auch Trading-PC zum Beispiel in Sachen Ausstattung mit 4, 5, 6 Monitoren. Das ist heutzutage alles erschwinglich. Der Datenflow ist erschwinglich, also die Kursversorgung und natürlich die Tools der Extraklasse, die uns hier Möglichkeiten geben, an den Märkten zu agieren. Das ist alles auf ein Level gegangen, wo man sagt, man hat also als Retail, als Privatanleger heutzutage wirklich Möglichkeiten, um mit den Profis gleichzuziehen. Ja, die Profis haben natürlich noch einen Newsflow-Vorsprung und auch einen Liquiditätsvorsprung und einen gewissen Markteinfluss, je nachdem, in welchem Segment sie sich tummeln. Aber es ist natürlich so, dass man hier schon im Windschatten der Großen sich bewegt, und das war vor 10 Jahren noch ganz, ganz anders. Man hat, wie gesagt, viele, viele Möglichkeiten. Und es gibt zum Beispiel Chartprogramme wie Taipan oder TradeSignal, die sich zum Beispiel, und da zeige ich Ihnen auch mal einen Chart, den Sie vielleicht schon kennen, der praktisch hier auch saisonale Muster hinterlegt, also einen aktuellen Kursverlauf, das ist die schwarze Linie. Die rote Linie ist praktisch der Kursverlauf im Durchschnitt der letzten 6 Jahre, also seit 2010. Und dann sehen Sie sogar den Kursverlauf seit 85. Und hier haben wir die Situation, das ist die Amgen-Aktie aus den USA, dass das Ganze grundsätzlich nach oben zeigt. Ja, da sind wir wieder in der Situation des kapitalistischen Grundgedankens. Das Unternehmen wächst, das Unternehmen wird größer, das Unternehmen ist profitabel bzw. erweitert die Produktpalette, es ist Wachstum da und das wird honoriert durch einen steigenden Aktienpreis. Und genau da haben wir die Situation, dass wir hier, und da sehen Sie da auch schon eingezeichnet in den grünen Linien und mit den kleinen grünen und roten Pfeilen, dass wir da zu gewissen Phasen hier eine bullische Wiederholung haben, die tatsächlich einfangbar ist. Und das ist bei der Amgen-Aktie ganz interessant. Und das ist praktisch hier eine Situation, wo Sie das auf dem Chart gemünzt sich visualisieren können. Aber neben dem manuellen Muster oder der manuellen Mustersuche ist es natürlich so, dass auch Softwareprogramme heute viel abnehmen können. Und da habe ich jetzt Ihnen mal hier eine Übersicht zusammengestellt von Software-Tools, die man nutzen kann, die praktisch hier im IT-Zeitalter statistische Vorteile bringen. Und da haben wir den Trade Miner aus den USA, der praktisch für Sie den US-Aktienmarkt scannt, also Nasdaq, S&P 500 oder ein Sammelsurium aus allem, den Forex-Markt, also den Währungsmarkt als solches und auch den Future-Markt, um hier Wiederholungseffekte zu finden. Und das, wie gesagt, ist relativ simpel gestrickt. Ich zeige Ihnen, wie gesagt, gleich das Software-Tool und zeige Ihnen auch gleich zur Amgen, wie sie sich entwickelt hat in den letzten Jahren und auch möglicherweise dann im nächsten Jahr entwickeln wird, weil das statistische Fenster ist leider schon vorüber. Aber ich habe ja gesagt, ich zeige Ihnen auch noch einen Währungspaar und einen Index, was jetzt kurz bevor steht oder wo kurz das saisonale Muster vielmehr kurz bevorsteht. Und das ist natürlich eine interessante Geschichte, die man verfolgen sollte. Dann haben wir neben dem Trade Miner den Seasonal Bull. Das ist eine Entwicklung aus Deutschland. Vielen Dank da auch an Stefan Burkhardt, der hier mit seinem Team, auch Mike C. Koch, da entwickelt und macht. Und das ist noch ein Stück weit größer, das Tool. Das hat nämlich alle Aktien weltweit. Aber auch Indizes, Forex, Rohstoffe und Future. Also das ist wirklich eine riesen Palette an Daten, die da ausgewertet werden. Ähnlich dem Prinzip vom Trade Miner, aber noch ein Stück weit anders. Und ich zeige Ihnen heute mal die beiden Software-Tools, den Trade Miner und den Seasonal Bull, um Ihnen da praktisch ein Hilfsmittel zu geben, wie Sie saisonale Muster finden können. Und wir haben uns gerade die Amgen-Aktie angeschaut im Chart, im reinen Preisschart. Das zeige ich Ihnen jetzt nochmal links unten, auch nochmal ausgewertet, den gleichen Chart, den wir vorhin groß hatten. Aber deswegen nochmals zur Amgen, weil die ist nämlich interessant, die ist nämlich hochgradig bullisch im Juli. Und das seit mehr als 30 Jahren mit einem Trefferquotenansatz, der liegt bei über 80%. Also es gibt hier die Situation, dass vom 13.07. bis 29.07. eine Aufwärtsbewegung von dem Schnitt 6% stattfand während der letzten 31, 32 Jahre mittlerweile, 32. Im Schnitt 6%. Das ist eine Rendite, die Sie praktisch auf Tagesgeldkonto gar nicht erzielen, aber hier innerhalb weniger Kalendertage theoretisch erzielen können, aufgrund dieses statistischen Wiederholungseffektes. Und wir haben hier auch noch die Situation, dass es hier zu Highflyer-Zeiten sogar eine Performance von 26% gab. Das ist natürlich überdurchschnittlich, gar keine Frage. Aber allein vom 13.07. bis 29.07. im Schnitt 6%, das ist eine Riesenhausnummer. Und im Durchschnitt steht dem Ganzen ein Verlust gegenüber, auch wieder gemittelt im Durchschnitt, von 3%. Das ergibt ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1. Und wer sich ein Stück weit mit den Märkten auseinandersetzt, der weiß, dass es praktisch genau daran liegt, dass man hier die saisonalen oder besser gesagt die Money-Management-Kriterien
viel mehr gewichten muss, um an den Märkten erfolgreich zu sein. Und da geht es zum Beispiel darum, je nach Trefferquote, aber rein technisch, dass man eben versucht, mehr zu verdienen, als im Worst Case zu verlieren. Ja, das ist so ein Grundgedanke. Wenn Sie an den Märkten aktiv sind, sollten Sie natürlich bestrebt sein, immer mehr zu verdienen, als Sie verlieren, wenn es denn gegen Sie läuft. Und das bringt einen statistischen Vorteil erstmal mit sich, den Sie mit einem Chance-Risiko-Verhältnis dann sozusagen bemessen können. Und dann geht es auch noch um die Trefferquote, die aber überhaupt nicht entscheidend ist. Aber Sie können praktisch mit einer Trefferquote von unter 40% bei einem schönen Chance-Risiko-Verhältnis von 3:1 beispielsweise dennoch profitabel sein. Ja, Sie müssen dann eben nur psychologisch das durchhalten, dass Sie eben in mehr als der Hälfte der Fälle verlieren. Und das ist dann wiederum genau ein Kriterium, wo viele scheitern. Aber im Grunde genommen ist es so, auf die Amgen bezogen, haben wir hier eine gute Ausgangsbasis statistisch gesehen. Und jetzt interessiert Sie es vielleicht, wie es jetzt zuletzt ablief. Ich zeige es Ihnen mal. Im Jahr 2015 hat die Aktie 10% gemacht und im Jahr 2016 sogar 11%. Also über den Durchschnitt sich während dieser kurzen Periode im Juli bewegt. Und das ist schon sensationell, wie ich finde. Ob sich das jetzt so fortsetzt, 2017, großes Fragezeichen. Erinnern Sie sich an den S&P 500, der jetzt hier ein Stück weit am Top vielleicht stehen könnte und unter Umständen jetzt in eine Korrekturphase übergeht. Wir wissen es letztlich nicht, aber wenn es passiert, dann ist die Amgen vielleicht nächstes Jahr im Sommer, im Juli, nicht unbedingt ein Buy. Aber es kann alles anders kommen. Und statistisch gesehen haben wir hier eine Mega-Basis und da auch nochmal kurz gesagt, gerade im klimatologischen Bereich oder auch statistischen Bereich, das werden Sie in Ihrem Studium gehabt haben, man braucht einen gewissen Datensatz, um überhaupt ein Grundkriterium zu haben, was man auswerten kann. Und das sind 30 Parameter sozusagen entscheidend, um überhaupt irgendeine Statistik anfertigen zu können. Das wird auch vielleicht für Ihr Trading interessant sein, denn wenn Sie ein Setup handeln, irgendein Setup, dann sollten Sie versuchen, das zu duplizieren und immer wieder zu wiederholen. Und wenn Sie ein Setup wiederholen, nach gleichen Mustern, nach gleichen Einstiegs- und Ausstiegskriterien, dann haben Sie beispielsweise nach 30 Wiederholungen, sollten Sie mindestens gemacht haben, in etwa einen Ansatz, ob das System funktioniert oder nicht. Besser noch, Sie haben 300 Wiederholungen. Je mehr Datenmaterial, je mehr Auswertung, desto besser ist das Ganze. Aber es geht nur darum, dass man eben mindestens 30, also alles, was drüber liegt, ist perfekt. Wenn Sie 3000 haben, ist es noch besser, weil dann kennen Sie das System und wissen auch, wie es funktioniert, weil Sie eben einen statistischen Datensalat haben, den Sie auswerten können und an den Sie sich orientieren können. Deswegen den Tipp, immer wieder 30 Wiederholungen mindestens. Und das ist gerade auch am bei den Seasonal Charts oder beim Seasonal Mustern sehr, sehr interessant. Und die Amgen hat eben hier über 30 Jahre Kurshistorie, was nicht viele Aktien haben. Im deutschsprachigen Raum wird es dann schon wieder ein Stück weit dünner, wenn man hier sucht nach Aktien, die eine Historie von 50 oder 100 Jahren haben. Ja, da muss man eben sagen, dass der US-Aktienmarkt auch unter saisonalen Gesichtspunkten der am besten funktionierende ist. Ja, nicht nur, dass wir da mehr Datenmaterial haben, aber die US-Aktien bewegen sich auch saisonal tatsächlich besser als die deutschen. So zumindest die bisherigen Erfahrungswerte und die Auswertung. Ich zeige Ihnen jetzt auch nochmal den Chart zur Amgen im Jahr 2015, damit ich Ihnen das auch sozusagen beweise, in Anführungszeichen, dass es tatsächlich so war. Sie sehen hier das Zeitfenster in dem gelben Rechteck, in der gelben Darstellung vom 13.07. bis 29.07. Im Jahr 2015. Wunderbare Aufwärtsbewegung. Dann gab es den Exit am 29.07. zum Close. Da gab es eine kleine schwarze Kerze und dann ging es bergab. Okay, das kann passieren, weiß man nicht, aber letztlich ein sehr schönes Zeitfenster, wo man eben im Prinzip die Performance von 10% rausschneiden konnte. Und das Beste, 2016 hat sich es eben wiederholt mit ganzen 11%. Auch wieder das Zeitfenster 13.07. bis 29.07. Und hier sehen Sie dann im Prinzip, dass der Markt letztlich hier wunderbar nach oben lief und auch, ja, es gab noch höhere Preise, unbestreitbar, aber letztlich sind wir jetzt schon wieder an einem Punkt, wo es doch ein Stück weit tiefer ging. Sie wissen es, die letzten Tage waren mit einer Korrektur beseelt. Ob das jetzt eine große Korrektur wird, wir wissen es nicht, aber grundsätzlich ist es so, dass auch hier die Amgen letztlich wieder gepunktet hat und genau darum geht es und das ist ganz, ganz interessant. 2016. Wir werden 2017 beobachten, wie es läuft. Wie gesagt, es wird auch nicht grenzenlos fortgesetzt. Die Amgen hat ja auch während der letzten 30 Jahre nur, es ist eine hervorragende Quote, von 80%iger Trefferquote. Das heißt natürlich, dass man hier davon ausgehen muss, dass es irgendwann ein Jahr gibt, wo die Aktie vielleicht wieder -3% oder im Worst Case auch mal -10% macht. Also das ist eben was, wo man sagen muss, okay, nach unten muss man sich dennoch absichern und auch hier wieder mit einem Stop arbeiten und auch wieder da aus der Praxis für die Praxis erst über das Risiko nachdenken und Sie wissen, dass die Amgen im Schnitt 3% verliert, statistisch gesehen während dieser Periode, also könnten Sie den Stop vielleicht auf 6% setzen, im Worst Case sozusagen. Aber Sie wissen auch, dass eben 6% zu verdienen sind
im ersten Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1, das muss man abwägen. Aber ich bediene mich auch hier immer wieder dem Chart, den Sie da sehen. Und da sehen Sie auch diese horizontal rote Linie, die zum Beispiel auch als Support-Level dient, weil wir dann eben hier im Juni ein markantes Hoch gemacht haben, was letztlich auch als Support-Level dienen kann. Und so könnte man auch das Risiko mit einem Stop dann noch ein Stück weit enger als vielleicht 6 oder eben die vorgeschlagenen 3% setzen, um eben noch ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis rauszuziehen.